Heute geht es mal um eine Miele, ja, schon wieder, ja. Ich habe noch eine andere Miele bei uns in der Familie. Die ist heute mal kaputt oder zumindest geht sie gerade eben nicht. Es zeigt an, dass der Wasserablauf prüfen, also das blinkt die Anzeige rot. Und das ist eine Miele Novo Super 933. Ja, die ist auch schon ein bisschen älter. Jetzt schauen wir gleich mal nach, was sie denn hat. Ja. Eigentlich ist es für gewöhnlich einfach, wenn sie rot blinkt. Das heißt dann, und den Wasserablauf prüfen man soll. Da heißt es eigentlich immer, dass man ja, einfach unten aufmacht, das Sieb rausholt und schaut, ob da irgendwas verstopft ist. Ja. Das hat aber meine Mama schon gemacht. Ihr hört ja das Piepen, ja, das kommt auch noch dazu. Meine Mama hat es schon gemacht und da war jetzt nur ein Draht drin. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Draht sich irgendwo verwickelt hat und irgendwas verstopft, was auch immer. Das müssen wir uns gleich mal anschauen und ich würde sagen, legen wir mal los. Also das ist hier die Miele. Ihr habt die Anzeige, die blinkt, ja. Und so sieht sie jetzt aus. Wie gesagt, das ist die Novo Super W933. Und wir haben hier unten das Sieb, das habe ich schon aufgemacht, ja. Und jetzt ist es so, jetzt braucht man aber meistens irgendeine Wanne, damit man das ablaufen lassen kann. Ich würde sagen, stellen wir uns so was Flaches drunter und lassen das mal ablaufen. Ich würde jetzt Folgendes machen, ich würde die Maschine jetzt auf Abpumpen stellen und sie mal einschalten und schauen, ob sich die Pumpe unten bewegt. Ja? Wenn sich das Pumpen unten das Rad dreht, heißt es eigentlich, dass die Pumpe freigängig ist. Wenn sie sich nicht dreht, heißt es, die Pumpe kann sich nicht drehen, der Defekt liegt da. Ja, ich würde sagen, also schalten wir mal die Maschine ein. Und Pumpen schleudern. Pumpen schleudern sollte eigentlich das können. Und gehen wir mal auf Start. Wir schauen nochmal rein. Die Pumpe dreht sich nicht. So, das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist eher ein Zeichen dafür, dass die Pumpe verstopft ist oder sich nicht drehen kann. Machen wir mal hier kurz mal Pause. Also das Ganze hier dreht sich, das nicht. Lassen wir das mal kurz anhalten. Trennen wir mal kurz den Strom. Das Wasser, also der Strom ist jetzt abgeschaltet, ist ganz wichtig. Wir machen jetzt Folgendes, ich versuche mal das Pumpenrad zu drehen. Es lässt sich leichtgängig drehen, ja. Also mit der Hand einfach mal drehen, wenn die Pumpe aus ist. Und es verstopft hier auch nicht irgendwie ein Teil die Pumpe. Klarer Fall, Pumpe ist defekt, ja. Wir können es nochmal einschalten kurz. Starten wir das Ganze nochmal. Machen wir Pumpen schleudern. Start. Okay. Also jetzt bewegt sich die Pumpe, klarer Fall, die Pumpe ist verschlissen, ja. Das heißt, die hat einfach an irgendeiner Stelle nicht mehr die Leistung, die Kohlen sind abgenutzt, was auch immer, ja, hoher Widerstand und es sorgt dafür, dass die Pumpe einfach stehen bleibt, ja. Also ich habe sie jetzt ja nur gedreht und jetzt kommt es rausgespotzt. Machen wir hier mal ein bisschen zu, dass die Kamera nicht zugesaugt wird. Ich montiere mal schön kurzzeitig den Filter und lasse mal kurz das Ganze abpumpen. So. Und Start. Die Waschmaschine sollte jetzt wieder laufen für ein paar Mal. Irgendwann wird sich die Pumpe wieder verhaken. Das heißt, wir brauchen eine neue Pumpe für das Modell hier. Ich lasse jetzt mal die Wäsche entschleudern, dass man sie aufhängen kann. Und dementsprechend können wir danach kurz nach dem Schleudern, komm mal runter Kamera, sonst fällst du mir hier, machst du hier einen Abgang. Nach dem Entschleudern, wenn die Wäsche sauber ist, können wir die Maschine mal aufmachen und schauen, was für ein Modell wir von der Pumpe brauchen und dieses bestellen wir einfach online, bauen es dann beim nächsten Mal ein. Das heißt, es ist wieder in zwei Teilen, damit wir sozusagen die Pumpe tauschen können. Also eigentlich sollte das Ganze jetzt wieder gehen für eine gewisse Zeit. Also man kann so noch ein bisschen Zeit rausschlagen. Das wird sich aber immer wieder verheddern, das unten, ja, weil der Motor einfach, keine Ahnung, zu hohen Widerstand hat, die Kohlen sind abgenutzt, was auch immer. Ja.
An der Stelle ist es einfach so, man muss jetzt mal schon aufmachen, schauen, was das für ein Modell von der Pumpe ist, die Pumpe bestellen und ich würde sagen, machen wir das gleich mal nach der Schleuder. Die Waschmaschine, heute habe ich mal kein Mikrofon, das heißt, ich vergesse mich immer wegzudrehen und dann rede ich. Ich hoffe, das wird trotzdem gehen. Ja, wir machen die Waschmaschine eigentlich auf, wie die andere auch. Hier aufmachen, hier hat es einen oben roten Pinöbel, reindrücken und schon kriegt man das Ganze hier raus. Und dann kann man jetzt mal hergehen und das Ganze hier aufmachen und. Also den Pinöbel, den kann man hier so rausholen und dann einfach nach oben abziehen. Das ist wichtig, sonst kriegt man die Tür nicht auf. Und jetzt war es das eigentlich schon. Wenn man alle Schrauben gelöst hat, sollte es eigentlich einfach aufgehen. Ich mache das Ganze hier mal zu, dass wir das ordentlich hier aufkriegen. So, ich muss die Waschmaschine ein bisschen vorziehen. So, das ist unser Spielzeug. Das Ding hier mal zumachen und dann ist auch offen. Okay. So. Okay, ja. Da hinten sitzt die Laugenpumpe, an die wollen wir ran. So, also diesen Nöbel hier habe ich jetzt abgemacht. Also jetzt habt ihr wahrscheinlich nicht so viel gesehen. Ja? Ich habe den einfach abgemacht, der hat hier so Klammern, kriegt man ohne Probleme runter. Und jetzt kommen wir schon besser an die Pumpe, die da hinten sitzt. Das ist eine Abdeckung für eine Schraube. Genauso auf der anderen Seite. Klarer Fall, Schraube ist immer einfach. Wie wir dann zurechtkommen. Mhm. Jetzt sieht das Ganze jetzt bewegen. Ja, super. Das ist doch toll. Jetzt müssen wir noch schön schauen. So geht nach hinten und dann vorne. Jetzt tue ich mir meine Schüssel hin. Ich versuche das Ganze mal auszukippen. Irgendwie. Geht so halb gut. Also eine interessante Frage, wie die befestigt ist. Da scheint irgendeine Arretierung zu sein, was rot ist. Jetzt scheint es so, als ob ich die Kabel hier doch nicht lösen muss. Okay, ich ziehe das Ding mal nach oben. Ja, und dann schaue ich mal, ob ich es irgendwie drehen kann oder abziehen kann. Keine Ahnung. Warte, ich habe keine Ahnung. Drehen? Okay. Ja, ich habe es gecheckt. In die Richtung drehen und dann stelle ich oben mal rein. Wie klemmt? Das Kabel. Okay, das Kabel muss ich oben abstecken. Oh, die Pumpe ist ganz schön heiß. Okay, ich habe das Kabel oben abgesteckt. Das zeige ich euch, wenn sie draußen ist, die Pumpe. Ich will jetzt nicht die Schläuche lösen und. Ich will es eigentlich so rausbekommen, weil die Schläuche lösen ist ein bisschen schwierig. Das ist das Kabel der Pumpe. Zweipolig. Hier sind wir auch ein bisschen im Weg. Muss ich euch ehrlich stehen? Und schon noch die Pumpe. Boah, das wäre einfach. Also begeistert. Gut. Jetzt merke ich es. Okay, wenn hier Druck drauf kommt, ja, dann ist der Widerstand hier extrem hoch. Also wenn hier auf der Seite Druck drauf kommt, und ich vermute, dass das Spiel hier ist so nicht gedacht, ja, dass er so nach hinten rutschen kann. Das heißt, wenn hier Wasser drauf ist, Druck drauf ist, dann merke ich das auch, dass der Widerstand hier extrem hoch ist. Und das könnte sein, der Grund dafür sein, wenn hier Wasser drauf liegt, Druck drauf liegt, ja, dann haben wir hier einen höheren Widerstand.
höherer Reibung und es hat zur Folge, dass der Motor nicht dreht. Also ich würde sagen, der Motor ist defekt, ja. Ich habe halt keine Erfahrung mit diesen Motoren. Ich habe nur das erste Mal, dass ich einen offen habe. Aber ich vermute, das Spiel hier ist zu hoch und es sorgt dafür, also ein gewisses Spiel wird bestimmt nötig sein, aber dieses Spiel sorgt wahrscheinlich dafür, dass das Ding sich dann vom Wasser her in die Richtung pressen lässt. Und man hört es, glaube ich. Ja, also ich kann es manchmal gar nicht drehen, es hakt irgendwo. Also irgendwo scheint es da zu haken und das wird der Grund sein, wieso das Teil jetzt einfach defekt ist. Jetzt schauen wir mal an, also ich bestelle jetzt mal ein neues Teil. Ich habe euch ja die Teilnummer vorgelesen. Ja, könnt ihr euch mal anhalten und dann selber nachschauen. Ich bestelle das Teil jetzt mal und dann baue es dann nachher wieder neu ein. Ich schaue jetzt mal nach dem Bauteil, ja, und bestelle es. Das heißt, in dem Teil werden wir nicht fertig. Ich muss warten, bis es kommt und dann bauen wir es wieder ein. Aber ihr habt ja gesehen, wie leicht man feststellen kann, ob so ein Laugenmotor intakt ist oder nicht. Man läuft das Wasser ablaufen, stellt auf Abpumpen, schaltet ein und schaut, ob das Teil sich unten dreht. Wenn es sich nicht dreht und dann nichts blockiert, heißt es, der Motor hat irgendeinen Defekt. Ja, natürlich kann die Elektronik, die Zuleitung auch einen Defekt haben. Also dass wir, keine Ahnung, zu wenig Strom haben oder was auch immer. Ja, aber ich gehe eigentlich eher davon aus, dass wir jetzt nicht hier in diesen Eisenkern einen Defekt haben, sondern in den Lager, ja, das einfach eine zu hohe Reibung verursacht, wenn das Wasser hier drauf steht, also steht hier einfach eine Reibung, die das Teil hängen lässt, ja, den Motor hängen lässt. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt Folgendes, ich bestelle das Teil, beim nächsten Mal sehen wir uns im nächsten Video hoffe ich zumindest, ja, und ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Ihr seht ja die Reparatur, also eine halbe Stunde hat man den Motor raus und wieder, wenn man geübt ist, wieder rein. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht und habe jetzt auch so ungefähr eine halbe Stunde gebraucht zum Ausbauen, nochmal eine halbe Stunde zum Einbauen und dann geht das Teil wieder. Jetzt schaue ich mal, ob ich das Teil bekomme. Wenn ich es bekomme, sieht man sich im nächsten Teil. Ansonsten nicht vergessen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, macht halt Daumen runter, schreibt mir rein, was los war, wieso auch immer. Sorry für die schlechte Aufnahme, also Audioqualität. Ich habe jetzt mein Mikrofon vergessen und ja, egal. Dann müsst ihr halt das so herhalten. Ja, mein Channel abonnieren könnt ihr hier, mein MechDU-Channel abonnieren könnt ihr hier, ein interessantes Video aus meinem Bereich über Miles, ich habe ja noch schon mal eine repariert, gibt es hier und ansonsten würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Teil, Teil 2 gibt es hier oben, schaltet wieder ein, bis dann!